Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge My Team Formel 1 23, meine Damen und Herren. Wir haben ein Event und die Arbeitsmoral sinkt. Das ist sehr schön. Wir können auch Aktivitäten machen und wir geben natürlich alles für unseren zweiten Fahrer jetzt. Ich will aber noch mal gucken. Wir sind ziemlich nah dran an den vorderen. Und haben 6.000 zum Ausgeben, aber 13% ist schon ganz schön viel, ne? Machen wir mal. So, und da müssen wir natürlich erst verbessern. Aber ich glaube, die können wir uns schon noch geben. Noch hier. 50%, 58%. Haben wir noch was mit 50%? Da bin ich noch dabei, aber nein. Ja, mal haben wir noch ein paar Verbesserungen, wenn wir schon dabei sind. Ne? Fahrzeug sieht wie folgt aus. 62 Turbolader müsste mal neu. Ich baue jetzt erstmal den älteren ein, der ein bisschen weniger. Und hier Getriebe muss auch schon wieder neu. Aber machen wir erstmal die Saisonpause. So, und danach kommen vielleicht ein paar Verbesserungen hier. Kostet zwar Geld, aber machen wir einfach mal. Komm schon. Hey, die neuen Teile. Jawohl. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen wieder ins Rennwochenende. Ich starte wieder mit dem Training und wir sehen uns dann im Qualifying. So, da sind wir auch wieder im Qualifying. Und ich weiß nicht, ob. Ja, hier kann man es sehen. Im Rennen soll es Regen geben. Deshalb habe ich ein Regensetup gewählt. Ich weiß nicht, wie gut ich damit jetzt hier auf der Strecke abschneiden werde. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen geht. Wir werden gucken, wie das Ganze hier verläuft. Wünscht mir Glück. Gute Runde, aber wir fahren natürlich gleich nochmal eine zum Schluss. Aber ich bin schon mal zufrieden mit der Runde. So, nochmal die schnellste Runde hingelegt. Bin ich mal gespannt, wie die anderen gleich fahren. Sechster nur. Na, geht eigentlich noch nicht dafür, dass ich... auch sechster theoretisch in der Konstrukteurs-WM bin. Ja, Freunde, das sieht nach viel Regen aus. Und wisst ihr was? Wir probieren einfach mal das hier aus. Einfach mal mit Intermediates durchfahren. Vielleicht klappt das ja. Ja, los geht's. Die Hauptsache ist ja erstmal nur vor Verstappen zu bleiben. Alles andere wäre nicht so schlimm.
Ja. Er ist aus dem Rennen. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Also Podium wäre ja schon nicht schlecht beim Regenrennen, ehrlich gesagt. Das täte mich schon freuen, meine Damen und Herren. Das täte mich schon freuen. Da muss man sich echt konzentrieren hier bei dem Wetter. Obwohl für mich das nicht so aussieht, als wird der Regen weniger werden. Da kommen die Boxenstopps. Ja, was heißt denn Kürze? Ich hoffe, es wird gleich trocken. Ach komm, wird doch einfach trocken jetzt. Was soll das denn? Gleich lohnt sich's auch gar nicht mehr. Aber auch interessant, wie die Strecke einfach überhaupt nicht trocken wird. Könnte ausgehen. Da wir jetzt keinen großartigen Fehler mehr drin haben, sollten wir vorne bleiben. Genug Abstand haben wir ja für die letzte Runde. Bekanntermaßen sind die ja stark in der letzten Runde. Jetzt kommt der wichtige Mittelteil. Und wir haben es geschafft. Ein weiterer Sieg für PSD Racing. Gott sei Dank. Und ein weiterer Sieg für uns. Leider Yuki Tsunoda immer noch oder schon wieder. Ich glaube, der hatte ja schon einen Punkt gemacht, aber leider keine Punkte. Das schadet uns irgendwann hier, weil mit zwei Punkten den Fahrern, dann könnten wir auch zweiter, dritter sein. Aber naja, vielleicht kommt das ja noch. Wollen wir es mal hoffen. Ja, bin jetzt an der Spitze. Was dann? Der ist ja nur Siebter geworden. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gucke mir jetzt die Highlights nochmal an und wir sehen uns dann im nächsten Rennen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.